Heyo und herzlich willkommen zurück bei Pokémon! Und zwar Pokémon Rot, der Randomizer Nuzlocke Challenge. Letztes Mal sind wir hier in die erste Arena von Rocco Jimmy, glaube ich, in Marmoria City. Und haben dementsprechend jetzt auch den Arena-Leiter besiegt. Ja, ich hab's schnell mal vorgespult. So. Erstmal. Heilen. Denn unser Exo war ziemlich. Exo war das, ne? Ja, genau. Unser Exo war ziemlich eingeschlagen. Daddy Das war auch nicht mehr 100% sicher, ja, das. So. Und dann müssten wir ja jetzt rein theoretisch. Moment, mach schnell. Punkt 5 Pokébälle. Versuchen wir jetzt trotzdem. Wir müssten jetzt. Genau, hier können wir jetzt weiter. Und hier ist eine neue Strecke, das heißt, hier dürfen wir auch neue Pokémon uns fangen. Und ich würde sagen, wir treten erstmal gegen ihn an. Hey, ich kenne dich aus dem Vertania-Wald. Schön. Wer bist du? Ach ja, der Cool Trainer. Cool Trainer setzt Porenta ein. Ja, ein Porenta. Das ist natürlich nett. Blutsauger. Ah, ging daneben. Absorber. Scheiße. Blutsauger. Der kam gut. Windstoß. Blutsauger. So. Nüpp. Zing. Porenta besiegt. Und Exo erreicht Level 12. Yay. So. Simsana. Nee. Aus einem einfachen Grund. Exo können wir wiederbeleben. Die anderen nicht. Blutsauger. Deswegen wird Exo hauptsächlich auch nach vorne geschickt. Autsch, ein Feuerschlag. Sehr effektiv. Blutsauger. Los, unser Exo. Unser. Lol, Zahltag. Titrexo hat Zahltag. Es liegen überall Münzen zerstreut. Nein, sammelt sie schnell auf. Okay. Das. Los, Daddy Das. Body Slam. Daddy Das erreicht Level 18. Los. Entoron. Er setzt Entoron ein. Schlafpuder. Keine Wirkung. Säure hat aber auch keine Wirkung auf uns. Body Slam. Netten Volltreffer. Nicht effektiv. Hyperzahn. Auch nicht effektiv. Okay, nochmal Body Slam. Ja, schön. Daddy Das regelt alles. Los. Ja, hier besiegt. Hey, cool. Ich habe nochmal 20 Poké-Dollar extra aufgehoben. Ja, ich wandere jetzt gerade mal zurück. Einfach um Exo wieder zu beleben. Ja, ich weiß, ich müsste eigentlich. Warte mal, eigentlich müsste ich mal Sandman nach vorne, um dann
in Exo zu wechseln, um das Sandman auch mal ein bisschen trainiert wird. Los. Überall sind Brennnesseln und ich trage Shorts. So ein Mist. Ja, ein bisschen doof gelaufen. Rich Kid. Rich Kid. Geiler Name. Nobody Cut. Ja, klar. Los, Sandman. Austauschen. Gegen Exo. Erholung. Blutsauger. Ja. Agilität. Okay, Erholung, Agilität. Hat es auch was zum Angreifen? Naja, das sehen wir jetzt gerade mal nicht mehr, weil es besiegt wurde. Aber Sandman erhält 174, erreicht Level 6. Bitte, bitte. Kadabra, naja, dafür lassen wir mal Exo vorne. Blutsauger. Einfach mal ein bisschen mittrainieren, unser Sandman. Blutsauger. Push. Ja, komm schon. Blutsauger. So, Exo erreicht. Stufe 13. Kriegst du endlich mal eine neue Attacke? Nein, natürlich nicht. Es bleibt unser Vampir Onyx. Es bleibt einfach unser Vampir Onyx. So. Warum schaffen sie? Fasziniert, ja. Warum soll ich wohl fasziniert schauen? Ich meine mal, Hallöchen, Gent. Gent möchte kämpfen. Gent setzt Traumato ein. Ey, dieser. Das fand ich bei Traumato allgemein ein bisschen creepy. Damals schon. Dieser Psychoblick, dieser. So, gleich hab ich dich. Weißt du? Wo ich mir denke, so, what the fuck? So. Ey, kannst du mal aufhören? Das ist mein Trick. No, Exo. Okay. Dann muss das wohl das regeln. Los, Daddy das. Body Slam. Und tschüss. Sandman erreicht Level 7. Daddy das hat auch noch mal ein bisschen was bekommen. Ein Electic. Das Gute ist wenigstens, man sieht mal wieder ein paar Pokémon, die man so am Anfang nicht sehen würde. Daddy das erreicht Level 19. Der was besiegt Gent. Bleib immer schön nett. Ja, ich bin immer nett. Ich bin grundsätzlich immer nett zu den Leuten. Wie greifen wir uns trotzdem noch an? Ja. Einen. Da Exo ja Starter ist, wird dann natürlich nicht freigelassen, ne? Wie es in den Regeln schon drin ist. Unser Starter wird immer wieder belebt. Die anderen werden freigelassen und zählten ja als tote Pokémon. Ich sag, lass mit Absicht ein paar Trainer frei. Und da unten ist Gras, das heißt, da können wir uns unser nächstes Pokémon fangen.
Jo, Cool Trainer. Irgendwie haben wir voll oft diesen Cool Trainer drin. Naja. Sandman. Kaskade. Ah, Aquaknarre, das ist nicht so toll. Aber das hält da wenigstens aus. Machen wir jetzt halt auf Exo rüber. Wechseln. Aquaknarre. Blutsauger. RIP. So. Das Sandman erreicht. Level 8. Einfach damit er ein bisschen mitlevelt. Dodri. Nein, möchte ich nicht kein neues Blutsauger. Ja, ich will für Exo endlich mal ein. Na, komm. Blutsauger. So. Ich will für Exo endlich mal ein Dings. Schön. Keine Wirkung auf mich. Oder auf Exo. Ich will endlich für Exo mal eine neue Attacke haben. Weil Blutsauger alleine, naja, ne? Kann ich ihm eigentlich mal so ganz doof gesagt? Das ist ja hier. Naja, okay, Weißnebel. Weißnebel bringt so viel, ich weiß nicht so viel. Naja. Wir fangen uns erstmal das nächste Pokémon. Und es wird ein Kickli! Ja, geil! Ein Kickli wäre doch mal das, genau das Richtige. Machen wir gleich mal Kaskade. Bitte tötet es nicht, bitte nicht, nicht. Oh, ganz knapp. Irrschlag. Gut. Pokéball, los! Na! Ihr Schlag hat keine Wirkung auf ihn. Gut. Pokéball, los! Und wunderbar! Kickli wurde gefangen. Kickli wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Kickli, Kicker. Wenn dieses Pokémon in Eile ist, werden seine Beine länger. Es läuft mit weiten Schritten. Möchtest du Kickli einen Spitznamen geben? Natürlich. Ja, Kickli. Da ich ja noch keine Kommentare gelesen habe, wie ich denn die Pokémons nennen soll oder und so, liegt's ja immer an mir, einen Spitznamen dafür zu geben. Dabei bin ich immer so scheiße schlecht da drin. Kickendes Pokémon. Ja, dann machen wir mal eine kleine Anspielung auf Karate. Ja, es passt sogar. Karate. Karate Kid. Unser Karate Kid. Ja. Damit haben wir unser Karate Kid. So, ich gehe mit Absichten wieder zurück, um halt ein bisschen aufzufüllen. Weil wer weiß, was uns da so schönes alles noch erwartet an Gegnern. Ja, unser viertes Pokémon, ein Kickli namens Karate Kid. Nee. So. Brauchen wir langsam aber auch mal wieder Pokebälle. Ne? Ja.
Warte mal. Ich muss ja erstmal schauen. Nein. Oh Mann. So, 3 Pokébälle haben wir. Dann würde ich sagen, kaufen wir uns noch 2 weitere, damit wir bei 5 sind. Und noch ein paar Tränke. Damit wir für den Notfall gewappnet sind. So. Huch! Sollen das etwa Annäherungsversuche sein? Aber immer doch, Lexi. Lady. Gent. Mal wieder. Also so ganz hundertprozentig sind es wohl doch nicht gerandomized. Beziehungsweise schon, aber haben meisten anscheinend doch die gleiche. Ja, Dornkanone. Ah, das ist ein Galopper. Alter, ein Galopper. Schicken wir erstmal Axo vor. Um zu schauen, ja, dachte ich mir, Triblette. Um zu schauen, was das kann. Weil Triblette ist ja schon nett. Guten Schlag, gut. So. Blutsauger. Flügelschlag. Es hat noch nicht mal Flügel. Leute, please. Es hat doch noch nicht mal Flügel. Ach man, ey. Es hat nicht mal Flügel. Womit will es denn schlagen? Beim Flügelschlag. Ah, Sandman erreicht Level 9. Schön. Und Exo erreicht Level 14. Kriegen wir jetzt endlich eine neue Attacke? Nein, kriegen wir nicht. Grrr. Warum? Warum? Warum bloß? Warum tust du uns das an? So. Nein. Das ist ein Kikli. Und so viel ich weiß, ist das allerdings, da müsste ich gleich mal schauen, sowieso eine immer noch die gleiche Route. Route 3 zum Mondberg. Deswegen müsste ich mal. Moment. Dann müsste ich gleich mal schauen. Erstmal. Hier ist ein Pokécenter. Da werden wir uns unsere Pokémon nochmal schnell heilen lassen. Yay. Pokémon sind geheilt. So, an meinem Gürtel hängen 6 Pokébälle. Man kann maximal 6 Pokémon mit sich führen. Ja, schön. Team Rocket terrorisiert die Einwohner von Azuria City. Kein Tag vergeht ohne Meldungen über Team Rockets Schandtaten. Hallo, möchtest du ein Geschäft machen? Ich will dir einen echten Hasen zeigen. Nein. Ich gebe dir ein exzellentes Carpador für läppische 500 Poké-Dollar. Nein. Nein. Ich wollte dir doch nur einen Gefallen tun. Doch kein Carpador, hallo? Achso, ja. Das ist ja der Kabel-Club. Versuche zu sagen, wenn du keine weiteren Pokémon tragen kannst, solltest du einige via PC ablegen. Ja. Aber bevor wir dann jetzt mal weitermachen und weitergehen, würde ich sagen, war's das für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder ein, wenn es denn hier weitergeht mit der Pokémon Roten Edition Randomizer Nuzlocke Challenge. Ja, also,
dementsprechend, tschüss, ciao, euer Livers.